Einen wunderschönen guten Tag hier in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Die Fortuna heißt euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC am Samstag um 13.30 Uhr. Wie immer ist der Trainer angetreten, um alle Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen auch dir, Christian. Und damit bitte ich euch um die Fragen. Gianni Costa für die RP, bitte. Außer 15 starke Minuten gegen den HSV, wo sie auch mit 11:11 spielen konnten. Was macht Sie zuversichtlich, dass daraus 90 starke Minuten gegen den KSC werden? Ich stimme Ihnen zu, dass die 15 Minuten am Anfang in Gleichzahl sehr gut von uns waren, waren gut in der Organisation, haben 3-4 gute Momente im Strafraum gehabt. Und was macht mich zuversichtlich? Also die Aufgabe ist es, das über 90 Minuten zu schaffen. Dass wir Balleroberung haben, dass wir nach vorne spielen, dass wir auch gut verteidigen. Das haben wir in der einen Situation ja nicht, deswegen sind wir auch in Rückstand geraten. Und was wir aber auch aus dem Spiel mitnehmen, ist, dass wir dann in Unterzahl, wo wir uns kurz mal schütteln mussten, also das hat ein bisschen gebraucht, dann uns einfach reingefightet haben. Und die Kombination aus, wir fighten uns rein und wollen aber strukturiert auch offensiv Fußball spielen, das macht mich dann schon zuversichtlich, dass wir dann den Heimsieg landen können. Dann Patrick Scherer für den Express. Die obligatorische Frage nach der Personallage, wie schaut es da aus? Da sieht es ganz gut aus. Der André Hoffmann ist jetzt aus der Corona-Erkrankung sozusagen zurück, hat jetzt das Protokoll durchlaufen, war heute auch das erste Mal schon da. Ist die Frage, wie sehr wir ihn jetzt belasten können und wie schnell das dann geht und wie er das auch verkraftet. Aber das war eine erfreuliche Nachricht. Auch Emma Joa kann jetzt alles mitmachen im Training. Also der wird dann irgendwann auch eine Option werden. Jetzt am Wochenende wahrscheinlich noch nicht, aber das sieht gut aus. Dann haben wir eine kleine Hiobsbotschaft gehabt, jetzt unter der Woche mit Daniel Bunk, der bei uns regelmäßig jetzt auch mittrainiert. Der hat sich leider einen Bänderriss zugezogen, der wird jetzt auf einige Zeit ausfallen. Das ist ein bisschen schade, ärgerlich, weil er auch gut drauf war. Damit müssen wir umgehen. Ansonsten stehen bis auf die Langzeitverletzten alle zur Verfügung. Gianni? Aber wenn Sie das jetzt bezüglich Bunk ansprechen, hätte der denn irgendeinen spielerischen Einfluss auf Ihr Team gehabt? Also außerhalb der Trainingsgeschichte, dass das die Qualität steigert? Ja, also wenn Sie den Kader jetzt gegen den HSV gesehen haben und wir ja noch Schinter Appelkamp haben, der nicht dabei ist, dann ist das ja eine Position, die Daniel Bunk auch spielen könnte. Und David Savic war jetzt das erste Mal im Kader, und weil er auch gut davor bei uns trainiert hat. Also die Jungs, die bei uns trainieren und regelmäßig gut trainieren, sind immer eine Option. Deswegen erwähne ich das auch so. Und grundsätzlich ist es einfach schade, dass er sich jetzt in der Phase verletzt hat, weil er dann auch U19 spielen könnte, weil er da auch voll im Rhythmus drin ist. Deswegen wollte ich es erwähnen, aber grundsätzlich sind die Jungen dann immer eine Überlegung und auch eine Option bei uns, klar. Paddy? Sie haben in Hamburg ja ein gutes Spiel dann abgeliefert, auch in Unterzahl. Normal sagt man dann, vielleicht gibt man in der gleichen Elf nochmal das Vertrauen, sonst sind dann nur 10 Spieler, sondern mal Eddie Pritt ist ja nicht drin. Es ist möglich, dass sie gar nicht so viel rotieren in dem Fall und einfach nur Eddie Pritt 1:1 ersetzen? Ist möglich, weil ich fand auch, dass wir stabil waren. Wir haben auch über die Anzahl der Gegentore in der Länderspielpause gesprochen, dass wir, wie ich finde, gut im Spiel waren, dass wir kompakt waren, dass wir aber auch mutig nach vorne gespielt haben. Es darf dann nicht zu defensiv werden, das war es dann manchmal auch, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich die Personallage mir jetzt ansehe, ist das vielleicht möglich, dass wir jetzt gar nicht so sehr viele Veränderungen machen können. Aber offen halten will ich es mir auch. Grundsatzentscheidung gibt es dann auch zu treffen, ein oder zwei Stürmer, weil Robert hat es auch gut gemacht, als er reingekommen ist. Wichtiges Tor für uns geschossen. Ruven hat es bis dahin aber auch sehr fleißig gemacht und hat immer wieder Räume geschaffen und ist auch viel angelaufen. Also ein paar Überlegungen haben wir einfach im Kopf, wie wir es machen. Von der Systematik, aber auch von der Personallage. Und eine Option ist tatsächlich gar nicht so viel zu verändern. Das ist auch möglich. Gianni Costa. Wir können den Doppelpass einfach munter weiterspielen. Wollen wir ein bisschen über Geschwindigkeit reden auf dem Platz? Es gibt unterschiedliche Interpretationen, ja, wie man die Datenlage sozusagen interpretieren kann. Wenn man rein die Zahlen nimmt, die uns jetzt zumindest zur Verfügung stehen, dann muss man zur Feststellung kommen, dass Fortuna jetzt nicht das schnellste Team der Liga ist. Wie würden Sie das interpretieren? Ich kenne die Zahlen, weil das sich auf die reine Laufschnelligkeit fokussiert. Also wie schnell läuft jemand in einer gewissen Distanz. Ich glaube, dass so, wenn man über Schnelligkeit redet, dass da auch ein paar Sachen noch dazugehören. Handlungsschnelligkeit, Antizipation und dann aber auch, wie kommt man auf den ersten 3, 4, 5 Metern an jemanden vorbei. So eine Maximalgeschwindigkeit kommt dann häufig zustande, wenn eine lange Laufleistung da ist, wenn es lange Wege sind. Wie oft haben wir die? Der vergleichbare Wert steht da, also da gibt es auch eine Einordnung, da sind wir dann nicht unter den Top-Spielern bei den Spitzenleistungen. Aber ich finde trotzdem, dass wir
dass wir auch Schnelligkeit im Spiel haben. Wenn man jetzt an Kalat Narai denkt, an den Kontersituationen, das sieht schnell aus, das ist auch schnell. Ich würde jetzt die reine Laufleistung nicht überbewerten, aber der Fakt steht schon da und ein paar Sachen gehören dann noch dazu, insbesondere auch im 1 gegen 1. Und da habe ich schon das Gefühl, Christopher Petersen, dass der auch im 1 gegen 1 vorbeikommt, auch wenn er nicht die maximale Laufschnelligkeit hat. Patrick Scherer. Die Sehnsucht ist groß nach dem ersten Heimsieg. Das Thema wird Sie natürlich immer begleiten. Dann macht das ein bisschen mehr Druck auf, auch so unter einer Woche, wenn man weiß, okay, jetzt wenn es am Wochenende nicht klappt mit dem Andrea, dann geht's wieder so weiter. Ja, den Druck haben wir uns ja auch ein bisschen selber gemacht nach dem Spiel, weil wir das auch gleich gesagt haben. Und ich finde, dass der Moment jetzt richtig ist, dass wir diesen Schwung aus dem Spiel, und das hat man jetzt in der Trainingswoche auch gemerkt, Sie waren ja auch dabei, wir trainieren immer intensiv, aber es war nochmal gefühlt ein kleines bisschen anders. Es war nochmal zweikampfintensiver und das müssen wir unbedingt ins Spiel reinbringen. Und dann wollen wir natürlich unbedingt das Heimspiel gewinnen, aber klar, wir haben selber gesagt, mit der Zuspitzung, was passiert danach und so, das wollen wir natürlich rausnehmen, aber... Und Karlsruhe hat auch eine gute Mannschaft, die haben erst zweimal verloren und ich glaube, auf Schalke haben sie dann auch gewonnen 2-1. Also das ist natürlich auf gar keinen Fall zu unterschätzen, aber aus der Situation heraus, aus den letzten Wochen heraus, auch wie wir das dann zu Ende gebracht haben, habe ich schon das Gefühl, dass jetzt so ein Moment da ist, wo wir das auch aktiv einfordern, wo wir jetzt einfach ein richtig gutes Spiel machen wollen und wenn uns das gelingt, haben wir auch Chancen, das Spiel zu gewinnen, aber dass es nicht leicht wird, ist ja klar. Also den Druck haben wir uns ein bisschen selber auch gemacht, weil wir das Gefühl haben, die Saisonphase gibt das her. Aber danach geht es dann trotzdem weiter. Dann werden wir nächste Woche Mittwoch im DFB-Pokal spielen. Dann werden wir danach die Woche Sonntag in Rostock spielen. Also es ist ja dann trotzdem kein Endspiel. Aber so die Sehnsucht verstehe ich schon. Vielleicht daran anschließend kurz, worauf willst du denn genau ankommen? Also wie schafft man das, diesen Heimsieg zu erzwingen? Individuelle Fehler haben uns jetzt begleitet die letzten Wochen. Wir wollen weniger individuelle Fehler machen, das mal so als Hauptschlagwort. Aber dann auch, was ich angedeutet habe, was wir gegen den HSV die ersten 20 Minuten gut gemacht haben, dass wir gut zusammen verteidigen und dass wir dann vielleicht auch ein bisschen effektiver noch werden. Also ich finde auch, dass wir 1-0 in Führung gehen können beim HSV, weil wir wirklich Möglichkeiten im Strafraum hatten. So die Kombination individuelle Fehler, Effektivität, aber auch ein bisschen aushalten und geduldig sein und vielleicht, wenn ein paar Sachen nicht so klappen, das kann jetzt auch passieren, dass man sozusagen nicht zu euphorisch in das Spiel geht und alle erwarten jetzt den Heimdreier, dass man Kontrolle behält und dass man trotzdem cool bleibt. So die Kombination wird es ausmachen und bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass uns das am Samstag gelingen wird. Jörg Tschacher für die BILD. Thema individuelle Fehler. Wie kann man die abstellen, zumal die ja quer durch die Mannschaft gehen? Ist ja nicht, dass immer einem derselbe sich hervortut. Wie kann man das abstellen? Das macht es tatsächlich so schwierig, ja, dass so ein paar unerwartete Sachen passiert sind. Ich finde schon, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass Eddie eine rote Karte kriegt nach 20 Minuten. Also das ist ja dann eine unerwartete Situation. Was wir dann gut machen, wir gehen mit den Fehlern gut um, wir gehen nach wie vor mit Rückständen gut um, das kann man positiv erwähnen. Wie stellt man es ab? Wir werden sie, und das haben wir die letzten Wochen und Monate immer gemacht, klar benennen, klar zeigen und wir müssen trainieren, wir müssen üben, wir müssen trainieren und schauen, dass wir die Situationen, die dann passiert sind, nachstellen und auch simulieren im Training. Und dann ist vielleicht auch so, dass wir es schaffen, wenn ein Fehler passiert ist, dass ein zweiter vielleicht noch eingreifen kann. Der Flo Hart ist bei dem Gegentor, es war kurz davor, dass er nochmal den Fehler korrigiert, weil er fast noch blockt. Das ist gut, dass wir noch mehr gemeinsam verteidigen und dass so ein individueller Fehler gar nicht so sehr auffällt, weil vielleicht ein zweiter dann noch helfen kann. Also das sind so die Punkte, die es zu bearbeiten gilt. Aber es nervt dann schon manchmal, muss man ehrlich sagen, wenn es immer wieder individuelle Fehler sind. Aber da gibt es kein Jammern, da gibt es eine Analyse, da gibt es eine Trainingswoche und dann wollen wir es einfach besser machen. Und personell kann man natürlich auch reagieren auf persönliche Fehler, klar. Und die Option haben wir ja dann immer. Gianni? Sie haben kurz den KSC angesprochen. Das ist eine stabile Mannschaft, die jetzt auch aufgebaut wurde über eine längere Zeit. Christian Eichner als Trainer. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht die Mannschaft beschreiben? Was macht die aus? Was wird so ein bisschen der Gamechanger sein, möglicherweise am Samstag? Bemerkenswert, was für eine Struktur da ist. Da sind Abläufe klar. Man merkt, sie spielen schon länger zusammen. Sie haben auch dann individuelle Spieler, die dann den Unterschied ausmachen können. Hoffmann vorne im Sturmzentrum, der einfach was präsent darstellt. Wanicek, der guter Spielverteiler ist. Also auch so eine gute Mischung zwischen mannschaftlicher Geschlossenheit, Struktur, Verlässlichkeit und gleichzeitig auch individuelle Qualität. Da müssen wir dagegen halten. Auch nicht nur taktisch dagegen halten, sondern auch wieder emotional und auch mit der Zweikampfintensität, die wir jetzt letzte Woche gesehen haben. Das kann der Gamechanger werden, wenn Sie so wollen. Und so Effektivität und dann so Kaltschnäuzigkeit vom Tor,
Es wäre schön, wenn wir nicht wieder in Rückstand geraten, dass wir vielleicht mal in Führung gehen, weil dann ändert sich die Spielsituation ja auch. Das sind so ein paar Punkte, die jetzt wichtig werden für Samstag. Ich habe mich ganz kurz danach gefragt. Es gab jetzt schon zwei sehr physisch starke Stürmer mit Terodde und Klatze, die auf ihre Innenverteidiger getroffen sind. Jetzt Hoffmann ist der dritte aus dieser großen Schrankkategorie. Ja. Gibt es da nochmal so eine spezielle Vorbereitung, taktische Schulung? Ja, das geht ja dann schon los mit den Nachbereitungen der jeweiligen Spiele. Dann gucken wir uns das ja an und dann will man natürlich auch eine Entwicklung sozusagen sehen. Ja? Wenn das jetzt ein ähnlicher Spielertyp ist als die benannten, die Sie gerade gesagt haben, dann wollen wir anders und besser dagegen halten. Wir haben auch viele Sachen gegen den HSV gut verteidigt individuell. Wir haben auch Terodde am Anfang ordentlich verteidigt, ein paar Ausnahmen. Aber wir zeigen dann auch die Sachen, wie es dann funktioniert. Es war nicht alles schlecht, aber das wird die große Aufgabe sein. Das ist klar, dass wir da gut dagegen halten. Da auch nochmal tiefer eingestiegen, vielleicht ein bisschen konkreter noch. Oh. Terodde und Glatze waren gegen, da sah Nedelko nicht besonders gut aus. Dann Michel, auch ein klassischer Stürmer der zweiten Liga, war klarer jetzt nicht der beste Tag, den er je hatte. Wie viel zittern müssen Sie denn bei so einem Spiel, wenn Sie diese Innenverteidigung bringen? Und dann sehe ich Chris Klarer im Spiel gegen den HSV und habe das Gefühl, dass er das gut abgeschüttelt hat und dass er ein gutes Spiel gemacht hat und dass er das echt gut verkraftet hat. Und es ist ja dann auch nicht so leicht, mit individuellen Fehlern umzugehen. Es macht ja auch was mit einem oder mit der Mannschaft oder mit dem Gefüge. Von daher bin ich dann schon zufrieden, wie wir damit umgehen. Wir wollen es aber vermeiden. Und ich wiederhole mich und ich will auch nicht blöd klingen, wenn ich immer das Gleiche sage, aber das funktioniert nur, indem wir die Sachen benennen und trainieren und dann aber auch die Erwartungshaltung irgendwann formulieren, jetzt wollen wir es besser machen. Und den Eindruck habe ich jetzt. Und dann werden wir Samstag sehen, wie wir es hinbekommen. Ja, vielleicht, wie würden Sie im Allgemeinen nochmal die Stimmung in der Mannschaft, in der Kabine beschreiben? Weil man hat irgendwie so das Gefühl, das ist ja, wenn man sich auch die Tabelle sich anschaut, sind ja jetzt nicht Lichtjahre, also nach oben wie nach unten, aber man steht jetzt halt eben gerade zwischendrin. Ja. Und trotzdem hat man so gefühlt im Umfeld und auch bei Ihnen ja immer so eine, ist die Kritik ja schon da, berechtigterweise auch da, die Ungeduld da. Wie empfinden Sie das? Ich sehe es genauso, dass wir. Und das habe ich nach dem HSV-Spiel, glaube ich, auch gesagt, dass am Ende war es ja dann nur ein Punkt. Und der hat jetzt keinen großen Sprung in der Tabelle gemacht, aber wir haben schon das Gefühl, dass wir Werder Bremen, wenn ich jetzt so die Spiele mal durchgehe, Werder Bremen hat nicht viel gefehlt, jetzt HSV, wir können es sogar gewinnen. Also wenn wir richtig effektiv sind, können wir es sogar gewinnen. Ein paar andere Spiele würden mir noch einfallen, wo einfach nicht viel fehlt. Also wir haben schon das Gefühl, dass wir mithalten können, dass wir auch diese Spiele auf unsere Seite ziehen können, aber ein paar Momente fehlen uns dann noch. Und die Stimmungslage ist es so ein bisschen, dass wir, ich finde, dass wir sehr konzentriert sind, dass wir klar sind, dass auch gute Rückmeldungen kommen, dass wir mit Fehlern gut umgehen, dass wir auch Fehler gegenseitig benennen und auch einfordern, dann im Training es anders zu machen. Von daher, ich erlebe die Stimmung konzentriert, aber auch schon so die Sehnsucht ist ganz gut formuliert. So wir wollen es jetzt unbedingt zu Hause auch gut machen, mit einem Dreier abschließen, weil dann kann das natürlich auch was machen für die nächsten Wochen. Und das ist die große Zielsetzung für Samstag. Jörg. Und haben Sie schon einen Plan für Samstag, wie Sie denn den ersten Heimsieg als Fortuna-Trainer feiern? Ja, der Plan steht soweit. Also wir sind jetzt am Donnerstag, da gehen wir dann schon das erste Mal auf den Gegner ein, stellen das dann auch im Training hin. Morgen haben wir ja nochmal ein Training. So Personalentscheidungen bin ich mir noch nicht ganz sicher. So ein, zwei Sachen sind, wie gesagt, noch offen. Aber nee, der Plan steht und die Zielsetzung hatten wir vorher auch schon, dass wir den Heimsieg einfahren. Aber es wird schon eine Aufgabe, KSC haben wir gerade schon benannt, das ist eine richtig gestandene, routinierte Zweitligamannschaft. Ich finde auch, dass der Trainer da einen guten Job macht, dass man auch so Nachhaltigkeit und Kontinuität sieht. Vertrag wurde, glaube ich, auch lange verlängert. So. Also gute Grundvoraussetzungen, Stadion entsteht. Also ich habe den KSC aus Freiburg sehr, sehr intensiv verfolgt, weil es ja nicht so weit weg ist. Ich finde schon, dass sie da einen echt guten Job machen. Und sie wollen ja auch herkommen und gewinnen. Also das ist klar und den Anspruch und die Motivationslage haben sie natürlich auch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir bereit sind für Samstag. Was ich meinte, ja. wie Sie persönlich Ihren so. Ersten Heimsieg als Zweitligatrainer den feiern würden, ob Sie da schon einen Plan haben. Das kann ich Ihnen dann sagen, wenn es soweit ist vielleicht, wie es danach war. Also da gilt das Gleiche, was für die Mannschaft gilt. Mach mir jetzt nicht so viel Gedanken, also mich persönlich sowieso nicht so viel, aber was passiert danach mit mir, was macht das mit mir? Ich freue mich grundsätzlich über Siege, ich freue mich grundsätzlich über gute Spiele. Und das hat man dann nach dem HSV dann vielleicht auch gemerkt, habe mir die Bilder dann auch nochmal angeguckt, da ist man dann vielleicht nicht immer ganz glücklich mit sich, was man denn da im Fernsehen sieht. Aber es war einfach so, habe ich wirklich gefreut, dass wir das dann bestanden haben mit den Dingen und die
wenn ich das Gefühl nach dem Spiel jetzt gegen KSC auch habe, dass wir es gut gemacht haben, dann schauen, wie die Reaktion dann ist. Ja. Mein Eindruck war im HSV-Spiel, dass Adam Wozzeck auf besondere Weise da auf den Platz vorangegangen ist. Die Truppe ja auch in mehreren Situationen, unter anderem ja auch bei dem Tor von Bollenick danach zusammengeholt hat und statt Jubel dann direkt verordnet hat, wie es weitergehen soll. So ein Boss-Leader-Typ, den kann man sich natürlich nicht backen. Wie viel Wozzeck wünschen Sie sich für Ihr Team? Ja, ganz viel, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Und ich finde auch, wenn Sie auf Adam ansprechen, dass er das gut gemacht hat gegen den HSV, hat auch länger nicht mehr gespielt, das darf man dann auch nicht vergessen. Und er war im Training aber immer da. Er hilft ja, auch wenn er nicht spielt, richtig mit, dass wir das gut machen, dass wir eine gute Trainingswoche haben. Ganz konkret in dem Spiel hat er für Struktur gesorgt, hat auch gut gecoacht, gut organisiert. Der Wunsch ist natürlich, dass dann auch andere Spieler in diese Rolle reinrutschen. Und das kommt dann mit Zeit und auch mit Spielzeit dann. Aber wir können uns auf Adam alle gemeinsam sehr verlassen und wir wissen, wenn er spielt, gibt er alles für uns. Und wir haben dann auch ein paar Szenen gezeigt, wo er dann bis zum Ende alles gegeben hat und zum Schluss auch nicht mehr konnte. Und das brauchen wir dann auch, dass man alles dafür für die Mannschaft tut, dass wir erfolgreich sind. Und das hat Adam gut gemacht. Haben wir es? Sieht ganz so aus. Ja, dann würde ich sagen, Unternehmen Heimsieg ist gestartet. Und hoffentlich wird es erfolgreich zu Ende geführt. Wir sehen uns, und das ist dann mein Appell an die Fans, im Stadion, 13:30 Uhr am Samstag. Dankeschön. Bis Samstag, ciao.